So, hier soll ein Braunbär sein. Dann schauen wir doch mal, ob wir was sehen. Ich glaube, da ist einer, ne, oder? Ist das einer? Nee. Braunbären sind ja sehr angriffslustig und keine normalen Tiere, so wie der jetzt mit der grünen Anzeige. Grün bedeutet ja, dass sie harmlos sind quasi, dass sie nicht angreifen, solange man sie nicht angreift. Mhm, okay, 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 okay. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt... Da hinten sind Gegner, oder? Oder gehören die zu uns? Nein, das sind Gegner. Drei Stück sogar. Warum brennt da oben der Busch? Also der George W.? Weiß ich... Hä? Ich will es gar nicht wissen. So, wo haben wir denn hier? Bin ich auf der Karte richtig? Ich schaue. Ja, nach rechts umdrehen. Also hier in die Richtung. Ich weiß gar nicht, warum brennt denn da der Baum? Da brennt der Baum, da brennt der Baum. Das war aber ich, nicht ich, ne? Also, das war nicht ich gewesen. Hier sind wir schon wieder am Dorfeingang. Hä? Okay, hier soll der Brombeer rumlaufen. Hallo, Bambi. Oh, ich glaube, ich habe einen Bären gehört. Oder? Habe ich... Nein, das ist ein Wolf. Und der hat das wahrscheinlich schon gewittert. Hundertprozentig hat er uns schon gewittert. Ich wusste es. Nee, ich wusste es. Hau ab, du Drecksau. Ich glaub's ja wohl. Feige, feige Ratte. Ja, komm her. So. Gibt 11 XP. So. Ich brauche trotzdem noch einen braunen Bär. War das echt der Wolf, den ich gehört habe? Hm. So. Und ich habe ja auch in den vorigen Folgen habe ich es ja erwähnt und auch gesagt, es wird, wie gesagt, das längste Let's Play ever. Also es wird es definitiv, also auf meinem Channel wird es von meinen Let's Plays wird das definitiv das längste. Weil so ein Far Cry ist nicht mal eben so ein paar Stündchen durchgespielt. Und vor allem, man hat ja hier so viel zu tun und es ist ja so groß. Gibt es hier keinen Braunbär? Wisst ihr was, ich gehe mich in dem Lager mal, wenn ich mich da hinlegen kann, mal auf Tageseinbruch. Auf Tageseinbruch warten. Ich habe gedacht, ich will ein Lager, aber hier war nur das dämliche Licht, ne? Ach, wir brauchen noch ein bisschen Tierfett und Tierhaut, ne? Kann ich den Wolf ja eigentlich doch häuten. Weil für unsere Speere und so. Sollen wir mal eben kurz... Wenn ich schon einmal hier dabei bin... Wölfe sind ja genug hier, ne? Also da kann man sich ja nicht beklagen. Also Wolfshaut und vom Wolf die Sachen... Lass das, lass das. Ah, die sehen mich. War klar. Oder auch nicht, oder? Nein, Gott sei Dank. Gibt's hier kein... Ich schau mal schnell auf die Karte. Gibt's hier kein Lager oder so in der Nähe? Verdammt, da ist ein Lager. Hm. Mal eben. Oh, kleinen Moment. Ich muss mal eben Fenster... Alter, wir sind hier am Mähen und am Sägen. Das stört ja dann so ein bisschen in der Aufnahme. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich so total... Ach, wisst ihr was? Wir reisen einfach wieder ins Dorf. Da sind ja ein paar Missionen, die wir jetzt abgeben können. Und dann schauen wir mal, weil wir ja ein paar Missionen ja gemacht haben. Boah, ist das geil. Alter, ich... Oh. Immer noch dieselbe Aufnahmesession wie beim Telefonklingeln und beim Besuch empfangen. Für die Leute, die sich fragen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich die Folge mache. Vielleicht wieder 20 Minuten. Vielleicht auch ein bisschen kürzer mal diesmal. So 15, 16 Minuten. Ist ja auch angenehm zu gucken. Na, mal schauen. Nee, was wollte ich denn gesagt haben? Achso, ich wollte gesagt haben, wegen dem... Weiß ich gar nicht, habe ich das schon erwähnt gehabt? Dass ich mich nicht mehr verabschiede nach jeder Folge? Ich glaube, das habe ich... Glaube ich, habe ich schon erwähnt, oder? Ich kann es doch nochmal erzählen. Das liegt daran, weil ich alles an einem Stück aufnehme. Und nicht mehr immer, ja, tschüss und wiedersehen. Dann muss ich wieder klicken. Und dann halt die Aufnahme beenden. Und dann wieder neu und hallo und herzlich willkommen. Weiß nicht, ich wollte das mal gucken, ob das so ein bisschen besser ist. Weil dann kann man das immer schön im Stück gucken. Weil die ja sowieso in einer Playlist sind, die Videos. Und wenn man das an einem Stück guckt, dann knüpft das ja immer direkt an. Ne? Und dann ist es ja eigentlich auch ganz okay so.
Und, ja. So, was haben wir hier? Ja, seltenes Hirschhaut haben wir ja nicht gefunden. Ich war ja bei Elch. Mehr will ich dazu nicht erwähnen. Yeah, yeah. Mhm. Yeah, yeah. Voll geil. Oh. Ach ja, er hat ja den Totem gebaut. Papa! Papa! Kus war das da! Gagura, Piki, Udam Hazar! Mhm. Twanta sei wa daha, darwa wai. Das da. Das ist doch ein Baum. Was will er denn? Bar. Winja Shaiwai. Smajamai. Winja Damja Brab. Er hat doch einen Baum benutzt. Wieso sagt er, es wird hart wie Baum? Na, ist ja egal. So. Können wir nicht noch eine Mission abgeben? Hatten wir nicht noch irgendwas mit dem Tensei, mit unserem Schamanen? Was braucht er eigentlich hier für seine Hütte, für seine Erweiterung? Ach, Nordturm müssen wir auch noch finden. Und Höhlenbärenfell dreimal, um Gottes Willen. Guck mal, wie viel wir an Bevölkerung haben. 115. 42 Nordschwarzstein. Nordzeder 50 von 20. Wir sind gut, wir sind sehr gut ausgerüstet. Schau mal, war noch viel mehr gerade an... Achso, Hütten ausbauen, ne? Okay. Wir hatten ja Missionen angenommen, ne? Schau mal eben. Und es sind die einzigen Missionen, die wir haben, das sind diese schweren Missionen. Oh Gott, da müssen wir... Oh, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Lizila, ich glaube, die Mission, die machen wir jetzt. Ich glaube, die Mission... Die machen wir jetzt. Wir sind gut ausgerüstet. Wir haben ja gute Fähigkeiten parat. Wir haben den Langbogen, wir haben eine große Keule, wir haben Speere, da wo wir nur Feuerstein für brauchen. Deswegen würde ich sagen, können wir das angehen? Ich mache einen Wegpunkt dorthin und dann ziehen wir los. Ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Ich habe Angst, bin ich ganz ehrlich, weil das steht sehr schwer. Und die Mission, die wir jetzt vorab schon mal zwischendurch hatten, habe ich jetzt auch Angst, so ein bisschen im Survival-Modus. Ich muss sie anders angehen. Das ist, das muss anders laufen. Ich muss da vorab so genug Fleisch mitnehmen und alles. Vielleicht nehme ich auch einen Mammut. Guck mal, ein Braunbär. Wo ist der hin? Warte mal eben. Na, guck an, wenn wir schon dabei sind. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ich glaube einen, ne? Hey, 2 von 4, okay. Müssten wir theoretischerweise noch einen Braunbär erledigen. Was ist das denn? Ist ein Mammut, ne? Wie super, dass es jetzt auf dem Weg lag. Was, wer, wo? Wann kommt die dramatische... Ist das ein Braunbär? Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Warte mal. Bevor du mich angreifst, warte. Lass mich eben meinen Kumpel rufen. Schnell weg hier. Schnell. Los! Sehr schön gemacht. Hast du ganz toll gemacht. Haben wir wieder Bestien-Kill-XP bekommen. Sauber. Gefällt mir. Ich mag den Bären. Ich mag den Bären, der ist klasse. Schön, dass wir den uns besorgt haben. Ja. Ja. Ja, mein Schreuchel. Du bist ein ganz lieber. Ja, ein ganz lieber. So. So.
dann schauen wir mal. Da ist, glaube ich, noch schon wieder ein Gegner, ne, oder? Nein, das ist einer von uns. Da müssen irgendwo Gegner sein. Ich lasse die mal jetzt außen vor. Was? Schlange? Wo? Da, okay. Schnell weg hier. Ich will damit nichts zu tun haben. Wir müssen, glaube ich, nach oben. Sieht zumindest danach aus. Ich gehe mal hier durchs Gestrüpp hier durch. Oder? Oder ist das hier unten? Hm, ich frage mich, wie wir da hinkommen. Ich glaube, wir müssen außen rum gehen. Ist das hier wieder ein Nordschwatsch? Was? Alter, was? Angreifen! Angreifen! Sofort angreifen! Sofort angreifen! Was ist das denn? Seltener Streifenwolf! Was? Geil! Feier ich. Kann man bestimmt gut gebrauchen. Sehr geil. Seltener Streifenwolf. Cool. Okay, wir müssen irgendwie da auf den Berg kommen. Ist das... Haben wir das Dorf schon? Ich schau mal eben, weil wir jetzt auf so ein Dorf zu... Ach, das ist noch eine andere Mission. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oh Gott, das müssen wir ja auch noch machen. Dieses ganze Sammeln und Pipapo, das ist... oh mein Gott, da müssen wir ja noch... da haben wir noch genug zu tun. Hehe. Oh Mann. Alter Verwalter. Nehme ich mal mit. So. Vor allem, was ich noch sagen wollte, hier beim Let's Play aufnehmen. Wenn du das so am Stück aufnimmst, das ist ja der Nachteil daran ist. Mich verlassen schon die Worte. Der Nachteil daran ist natürlich, wenn du an einem Stück aufnimmst, kannst du keine Pausen zwischendurch machen, um mal irgendwas zu trinken oder so. Außer vielleicht bei Zwischensequenzen. Aber ansonsten musst du die ganze Zeit so durchblubbeln. Ich meine, ich mach's ja gerne. Ich quatsche euch gerne voll. Aber freut mich, wenn ihr, wie gesagt, Spaß habt beim Zusehen und Zuhören. Aber du kommst nicht zum Trinken. Und wenn du die ganze Zeit nur redest und redest und redest und du nichts trinkst, boah, dann kriegst du voll so ein Pappmaul. Da kriegst du voll so ein Pappmaul. Alter, das ist so, boah. Und wo wir gerade vom Pappmaul reden, ich weiß nicht, das kennen bestimmt welche, diesen Mockmund, den du morgens hast nach dem Aufstehen. Alter, boah, das stinkt so eklig. Wenn du morgens aufstehst, nach dem Pennen, und putzt dir noch nicht die Zähne. So, Alter, du stinkst so nach Mocke daraus, ne? Das ist so ekelig. Das ist so unangenehm. Schatzi, gib mir mal einen Kuss. Nein, du stinkst nach Mocke. Das ist so... Ich weiß nicht, das ist so... Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob unser Dings den jetzt angreift. Ich würde gerne unseren... Ich schicke ihn mal weg. Pass auf. Ich schicke ihn mal weg. Kann ich ihn... So, jetzt pass auf. Wenn ich schon einmal hier dabei bin... Reite einen Mammut und was? Durchbricht die Tore. Machen wir. So, wo sind denn hier Leute? Ich sehe gar keinen. Hui! Sprich mit den Gefangenen, wenn ja. Okay, machen wir mal. Ich glaube, was, wo, was? Da. So, da war noch jemand. Ach, hier ist der Gefangene. Ah, okay, Moment, warte mal. Hast du sehr schön gemacht, Mammut. Sehr schön. Ich hatte vorhin eine Keule weggeschmissen. Ich weiß gar nicht, warum. Geil. Feier ich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Kann ich mit dem... Warte mal eben. Na. Roger, der schlaue Drache. Du hast der Brastar. Jaudan Jartabi. Uwinjalausch. Sukli Guambi. Isila Waichabi, du dahis na Bataris Waikamas, Samsam. Lausha Shutamarim. Ich glaube,
Die Mission wird noch schwieriger, weil das kann noch nicht alles gewesen sein. Oh, befrei die Venya, damit sie dir beim Angriff auf Bataris Tempel helfen. Cool. Ist das noch eine gute Idee, hier runterzugehen? Ich glaube nicht. Hallo? Okay. Ich glaube, ich nehme das Mammut mit. Ich glaube, ich nehme Manni mit. Manni ist Mammut. Komm mit, Manni. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Geht das? Piep, 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 piep. Entschuldigung, wollte ich schon das ganze... Wollte ich schon das ganze Let's Play ausprobieren. Wollte ich schon mal gemacht haben. Jetzt kam ich erst drauf wieder. Der Rückwärtsgang vom Mammut. R3 ist angreifen, ne? Genau. Okay. Ja, Survival! So, sind die schon mal weg. Aber mit dem Mammut ist natürlich ein bisschen einfacher. Jägerblick kann ich aktivieren, das ist schon mal sehr schön. Da kann ich mir gucken, wo Gegner sind. Okay, mehrere Stationen, um die Venya zu befreien. Ich bin Dakar und reite auf Mammut. Ah, da, guck mal. Das sind Gegner, ne? Na, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Wie die wegfliegen, voll geil. Feier ich, ohne Spaß. Feier ich ein bisschen. So. Guck mal, da hinten laufen auch welche. Yes, Survival! Wie gut, dass ich den Mammut mitgenommen habe. Ich glaube, es hätte hier, glaube ich, ein bisschen... Wäre, glaube ich, sonst ein bisschen anders zugegangen. Mama Quendi! Ey, mach meinen Mammut nicht kaputt. Sehr schön. Wollte schon sagen, mach meinen Mammut doch nicht kaputt. Wo ist denn jetzt hier der Wegpunkt gewesen? Ach, hier war das. Yeah, bin der Mammutreiter. Es geht weiter. Mammutreiter. Ich stehe auf der Leiter. So. Ich glaube, ich muss echt gleich mal, eine Aufnahmepause machen. Ist schon, der Hals wird schon so trocken. Ich muss gleich mal was trinken. So, ich weiß ja gar nicht, wie viele Folgen ich heute schon zusammen habe. Schon eine ganze Weile. So. Der ist auch schon mal weg. Muss ich ganz ehrlich sagen, macht voll Spaß mit dem Mammut. Macht echt Laune. Das hat bei Far Cry 4 auch schon so einen Spaß gemacht. Keine Hilfe. So, der ist auch schon mal weg. Ja, gleich sind wir da. Die Frage ist nur, kann ich da auch einfach befreie die Venya auf dem, was? Übungsgelände? Was? Hallo? Ich bin der Inspektor. Was? Wo? Ah, hier. Aua, lass das. Na. Ich muss mich heilen. Boah, was eine Action hier. Huch. Oh. Okay, unser Mammut ist gestorben. Okay, das heißt also... Bleib so wohl stehen, habe ich dir gesagt. Meine Güte. Ich hau dir die Keule. Ich zieh dir die Keule durchs Gesicht. Ich glaub's ja wohl. So.
So, wo ist jetzt hier... Da ist noch jemand. Na. Das ganze Dorf brennt. Ist natürlich auch geil. So, der ist schon mal weg. Blöd natürlich, wenn die Venja jetzt abfackeln. So. Ah, ich kann das Mammut ja häuten, ne? Wenn ich schon einmal hier bin, kann ich das ja mitnehmen. Das ist natürlich supi. So, warte. Na, wir beide im Busch, na, wir beide. Guck mal, hier sind Bärchen am Hängen. Sehe ich? Sehe ich zum ersten Mal. Aua, Alter, lass das. Wer ist denn das? Ach, da. Ne, das ist ein Mammut. Hä? Alter, ich bin gleich tot. Was? Da ist das. Ah, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Alter, ich bin gleich tot. Alter, ich hau ab hier. Ciao. Boah, da kommen ja immer mehr. Aua. Und das Feuer breitet sich immer weiter aus. Das ist... Boah, Hilfe. Um Gottes Willen, was ist denn hier los? Okay, ich muss mal gucken, dass ich hier mal... Aber die habe ich doch befreit von dem Übungsgelände, oder? Ah, okay, alles klar. So, dann können wir weitergehen. Ich könnte natürlich das Mammut jetzt mitnehmen, aber ich gehe jetzt einfach mal spontan weiter. Immer weiter, du Mammutreiter. Hieß ja auch eine Folge übrigens hier bei Far Cry. Mein Gott, ich muss mal die ganze Zeit jetzt husten. Schrecklich.